Ja, hallo, herzlich willkommen. Freut mich, dass so viele gekommen sind, um meinen Vortrag über Monero zu hören. Ich möchte mich kurz selber vorstellen. Ich bin Alex Roos und seit Anfang 2018 Redakteur bei BTC Echo. BTC Echo kennt vielleicht der ein oder andere schon. Das ist ja ein deutschsprachiges Bitcoin- und Blockchain-Nachrichtenmagazin. Wir bringen täglich Artikel raus und ja, macht große Spaß, die Arbeit. Und ich fokussiere mich vor allem auf, ich nenne das immer pure Kryptowährungen, also sowas wie Bitcoin oder eben Monero. Genau, mein Hintergrund, wie ich zu Kryptowährungen gekommen bin, ich bin noch ein ganz schlimmer Finger der kryptoanarchischen Szene sozusagen. Also ich sehe vor allem in Kryptowährungen das Potenzial, was auch viele Cypherpunks damals erreichen wollten, eben dass man Regeln ohne Regler schafft. Aber das nur so, wie ich da praktisch herangetreten bin ans Thema. Ja, ich habe Management, Philosophy und Economics studiert, also eine Mischung praktisch aus Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Und ich interessiere mich auch sehr für die philosophischen Fragen. Was ist denn eigentlich Geld? Was ist denn eigentlich gutes Geld? Und genau damit möchte ich auch anfangen. Ich habe mir das so überlegt, ich gliedere den Vortrag in drei Teile. Einmal den Geldteil, einfach philosophisch, was ist Geld, was ist gutes Geld, dann Monero-spezifisch und den dritten Teil würde ich gerne in der Q&A-Session oder Diskussionsrunde einfach noch so ein bisschen die Implikationen und so weiter ergründen, sage ich mal. Genau, am Ende dieses Vortrags sollten alle Leute wissen, was ist gutes Geld, wie gut ist Bitcoin in der Funktion als Geld, was macht Monero eventuell besser und was ist diese verdammte Fungibility? Genau. Nur kurze Meinungsumfrage. Wer kennt Monero? Wer kennt die Technik hinter Monero? Okay, also schon mal gehört von. Super. Gut, steigen wir ein. Also, Aristoteles hat schon vor 2000 Jahren sich Gedanken über Geld gemacht und er hat 6 Charakteristika herausgearbeitet, die seiner Meinung nach gutes Geld erfüllen müssen, um halt als Geldgut in einer Wirtschaft zu funktionieren. Nur ganz kurz, ein Geld ist, ganz abstrakt gesprochen, einfach ein Medium zum Tausch, was für alle anderen Güter der Wirtschaft eingetauscht werden kann. Also anstatt, dass ich jetzt den ganzen Tag angel und Fische fange und am Ende des Tags mit meinen Fischen zum Schreiner spaziere und um dann zu erfahren, ah, der Schreiner mag gar keine Fische, ich kann mir keinen Stuhl kaufen, verkaufe ich halt meine Fische für Geld und mein Geld verkaufe ich für die Stühle. Und damit hat man praktisch eine indirekte Tauschwirtschaft, die Arbeitsteilung möglich macht, die eine Recheneinheit bietet. Das heißt, ich kann vergleichen, ein Stuhl sind 13 Fische oder so und man hat eben auch ein Wertauflagerungsmittel. Ich möchte aber nur noch mal betonen, das Tauschmittel ist die primäre Funktion von Geld. Die Store of Value und Unit of Account Funktion sind logische Folgerungen der Medium zum Tausch. Okay, also ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele mir überlegt, wo wir einfach durchgehen und schauen, ob ein gutes Geld ist. Und zwar fangen wir mit Butter an. Wir stellen uns jetzt mal vor, okay, ich verkaufe halt meine Fische für Butter und mit Butter kaufe ich meinen Tisch. Das Problem, was wir mit Butter haben, und das sieht man relativ schnell, ist, Butter ist nicht haltbar. Das heißt, ich werde nach 2 Wochen die Butter nicht mehr eintauschen können. Und deswegen, allein deswegen ist Butter kein gutes Geld. Weil Butter lässt sich eigentlich relativ gut übertragen. Ja, man gibt es einfach einer anderen Person. Es ist auch gut teilbar. Es ist ja, seltener, kann man sich jetzt drüber streiten. Man kann es aber gut erkennen. Und es ist fungibel. Was fungibel genau heißt, möchte ich in der nächsten Slide erklären. Ich möchte nur noch ein paar Beispiele durchsprechen. Fahrräder zum Beispiel könnte man auch als Geld benutzen. Die sind halt nicht teilbar. Das heißt, wenn ich ein Fahrrad habe und der Stuhl kostet nur ein halbes Fahrrad, dann, wenn ich das Fahrrad durchschneide, dann ist es kein Fahrrad mehr. Dann ist es einfach Schrott. Das heißt, Fahrräder sind nicht teilbar und kein gutes Geld. Schauen wir mal mit Gold. Gold ist ja schon ein interessanteres Beispiel. Gold ist haltbar, ja, es rostet nicht, es vermodert nicht, sondern es bleibt einfach Gold.
Gold ist übertragbar, ja, ich kann es auch einer anderen Person geben. Gold ist teilbar, ich kann einfach ein kleineres Stück Gold abschneiden. Gold ist selten, ja, also wir leben auf der Erde und Gold ist halt ein Edelmetall, was auf der Erde vorkommt. Und unter der Annahme, dass jetzt kein Asteroid in die Erde einschlägt, der noch zusätzliches Gold in die Wirtschaft bringt, haben wir praktisch eine endliche Geldmenge. Gold ist erkennbar, ja, kann ich auch noch gleich zu was sagen, aber man erkennt eigentlich schon Gold, das ist schwer und es liegt in der Hand und so. Und Gold ist fungibel. Okay, da komme ich dann kurz auf den nächsten Slide. Fungibel heißt, dass ich Gold einschmelzen kann und jedes Kilo Gold, ich sage jetzt mal 100% Gold, ist gleich jedem anderen Kilo Gold. Gleicher Güte. Ich gehe nochmal eben zurück und nur so zum Spaß, spielen wir jetzt mal mit Fiat durch. Fiat ist zwar haltbar und übertragbar, teilbar, aber halt nicht selten. Und deswegen kann man jetzt eigentlich schon argumentieren, Fiat ist deswegen kein gutes Geld. Spielen wir jetzt mit Bitcoin durch. Bitcoin ist haltbar, das heißt, Bitcoin werden ja eigentlich in der Blockchain gehalten und die Blockchain wird vom Netzwerk vertrieben und durch den Proof of Work ist es gesichert und die werden da auch immer sein, selbst wenn ich meine Private Keys dazu verliere. Bitcoin ist übertragbar, das heißt, ich kann es peer-to-peer anderen Leuten schicken. Bitcoin sind teilbar bis in Satoshi. Bitcoin ist selten, es gibt nur 21 Millionen oder es wird jemals nur 21 Millionen geben. Bitcoin ist erkennbar, sehr spannend. Die Erkennung übernimmt praktisch das Computerprogramm und ich als Nutzer muss da gar nicht mehr wirklich was machen. Aber, jetzt kommt das große Aber, Bitcoin ist nicht fungible. Das heißt, die Outputs in Bitcoin sind eben nicht so wie Gold, dass man sie einschmelzen kann und die sind dann, ja, wie als ob ich das gerade aus dem Boden gezogen hätte, sondern Bitcoin ist nicht privat, sondern transparent. Das bedeutet also, dass ich bei jedem Output in der Blockchain ja sehen kann, wo kommt denn der her? Und eventuell, für was wurde der denn benutzt? Das heißt, und die Blockchain ist ja öffentlich, das heißt, da kann jeder drauf schauen. Und wenn jetzt mir einer von euch seine Bitcoin-Adresse gibt, dann kann ich die einfach in den Block Explorer eingeben und halt schauen, ja, wie viel liegt denn da drauf? Und genau, diese Historie von Bitcoin lässt sich halt einfach nicht verschleiern und deswegen sind Bitcoin einfach voneinander zu unterscheiden. Und diese Unterscheidung sorgt dafür, dass es nicht fungible ist. Ich möchte jetzt aber nochmal kurz betonen, Bitcoin hat 2008 oder 2009 ein massives Problem gelöst, was die Wissenschaft, sag ich mal, bis dahin hatte. Und war das Double Spend Problem vom ersten Redner heute, dass man digitale Güter selten macht. Das hat Satoshi Nakamoto gefunden und es ist mindblowing, dass er das entdeckt hat. Aber er hat halt nicht das, also meiner Meinung nach, hat er nicht das gemacht, was er eigentlich machen wollte. Und das war ein Peer-to-Peer Electronic Cash System. Wir haben gesehen, Fiat ist fungible, Bitcoin ist es nicht. So sieht dann sowas aus, wenn man mal die Blockchain analysiert. Das hier in der Mitte ist Mt. Gox. Hier oben sehen wir Silk Road und da kann man dann einfach sehen, da sind dann Zahlungsströme von der einen Adresse zur anderen Adresse geflossen. Wenn ich jetzt die Anonymität die Identität dieser Adressen kenne, durch KYC-Prozesse zum Beispiel, kann ich da relativ weitgehende Schlüsse treffen, was da passiert ist. Und ich kann eventuell Leute belangen. Und in der Blockchain ist für immer auch dieser Beweis gesichert, dass ich das eventuell getätigt habe. Das heißt, in Bitcoin sind Beträge der Transaktion sowohl Empfänger als auch der Sender öffentlich. Und öffentlich heißt, ja, die sind pseudonym. Aber sobald halt die Pseudonymität durch einen Link in die Realität de-anonymisiert wird, ist das ganze System transparent. Und also das System ist immer transparent. Aber halt mit realen Identitäten. So, kleiner Witz. Jetzt kommen wir auf Monero zu sprechen. Und Monero wird immer so gesagt, ja, wenn es ums Wort Fungibility und Open Private Ledger geht, dann kommen die Monero-Jünger hinterm Ofen hervor und sagen Privacy Matters und so weiter. Ich habe mich hier ausgeschlossen. Ah, okay, bin wieder drin.
So. Okay, also ich möchte jetzt mal kurz nur so ein paar Eckdaten von Monero beleuchten und eben dann im zweiten Gang erklären, warum Monero ein besseres Geld als Bitcoin ist. Monero ist eine Crypto-Node-Protokoll-Implementierung. Das heißt, es ist kein Bitcoin-Fork, sondern es hat ein eigenes White Paper. Monero hat seinen eigenen Satoshi Nakamoto sozusagen, der heißt da Nicolas van Saberhagen, ist auch anonym oder pseudonym. Und genau, diese Crypto-Node-Protokoll-Implementierung oder Crypto-Node hat halt zum Ziel gehabt, eben dieses Fungibility-Problem, was Satoshi nicht gelöst hat, zu lösen. Es funktioniert auch mit einem Proof-of-Work. Ich meine, das hat sich ja durch Bitcoin bewährt, dass wir mit einem Proof-of-Work das Netzwerk sichern. Im Unterschied zu Bitcoin hat Monero allerdings eine dynamische Blockgröße. Das heißt, die ist nicht statisch bei einem Megabyte, sondern die passt sich halt an den Bedarf des Netzwerks an. Und die Schwierigkeit wird auch nicht wie in Bitcoin alle 2016 Blöcke angepasst, sondern nach jedem Block. Und die Blockzeit ist auch nicht 10 Minuten, sondern nur 2 Minuten. Und Monero, im Gegensatz zu Bitcoin, macht alle 6 Monate ungefähr ein Protokoll-Update in Form einer Hardfork. Das heißt, Hardfork, man muss aktiv als Nutzer die Software updaten, sonst bleibt man auf der Legacy-Chain zurück. Und das habe ich jetzt hier nicht draufgeschrieben, aber das wird auch oft erwähnt. Monero hat kein Finite Coin Supply. Ich sage das in Anführungsstrichen, weil da möchte ich jetzt gerade nicht genau drauf eingehen, aber das kann ich gerne in der Q&A-Session noch genauer erklären. Wir haben 18 Millionen Coins, die geissued werden und danach, oder ein bisschen mehr, und danach ist es 0,6 Monero pro Block. Das heißt, es ist ein statischer Amount, der als Tail Emission sozusagen den Minern als Reward gegeben wird. Okay, kommen wir zum Monero-Faktor. Monero macht das, was Bitcoin nicht macht, und zwar, es verschlüsselt den Sender, den Betrag und den Empfänger. Und das macht es jetzt schon. Das heißt, das macht es nicht nur jetzt schon, sondern das macht es standardmäßig jetzt schon. Das heißt, jede Transaktion, die im Monero-Netzwerk stattfindet, ist durch die Mechanismen hier gesichert. Das sind einmal Ring-Signatures, das heißt, wenn ich als Sender eine Monero-Transaktion tätige, nehme ich mir noch andere Leute aus der Blockchain zusammen und man weiß halt nicht, wer der wirkliche Spender des Outputs ist. Der Betrag wird durch Ring Confidential Transactions verschlüsselt. Das ist eine Implementierung, die eigentlich von Greg Maxwell kam, also ein Bitcoin-Entwickler. Versteckt den Transaktionsbetrag. Und dann haben wir Stealth-Adressen, das ist für jede Transaktion erstellt der Sender aus einem Public Key vom Empfänger eine einmalige Empfangsadresse, die nur der Empfänger als seine eigene erkennen kann. Das heißt, letztendlich, was das hier alles heißt, auf der Blockchain steht nur Gibberish. Ich kann da nicht eindeutig erkennen, wie bei Bitcoin, A hat B Geld geschickt, sondern das ist halt, hier haben wir ein Set von 7 Leuten, die eventuell, einer von denen hat irgendeine Adresse, irgendeinen Betrag geschickt. Und wir wissen nicht, wer mit wem wie oft handelt. Und dann hier, das hier ist noch nicht aktiv, ist aber in Arbeit, das ist Kofri, sorgt dafür, dass auch das Netzwerk an sich verschlüsselt ist. Momentan ist es ja noch so, wenn ich eine Transaktion tätige, dann ist zum Beispiel meine IP-Adresse, kann geleakt werden und darüber kann ich natürlich Informationen über meine geografische Position preisgeben. Und mit Kofri wird das eben komplett über I2P gemacht. Das heißt, die Transaktion, das Netzwerk selber ist auch obfuskiert. Okay, das heißt, wir kommen nochmal zurück zu den 6 Charakteristika und checken die. Ich meine, Monero funktioniert so wie Bitcoin mit dem Proof of Work und ist eine Kryptowährung. Das heißt, ja, es ist haltbar, ja, es ist übertragbar, ja, es ist teilbar. Es ist auch selten. Es ist erkennbar, das macht der Computer und es ist fungible. Und das heißt, Monero erfüllt alle 6 Kriterien, die Aristoteles schon vor 2000 Jahren für gutes Geld definiert hat. Ich möchte es auch noch mal kurz ansprechen, wenn man Gold nimmt, Gold ist zwar übertragbar, ja, das heißt, ich kann jetzt jeder Person, die hier im Raum ist, einen Barren Gold in die Hand drücken, aber wir leben ja in einer globalen Wirtschaft, wo ich auch mit Leuten zu tun habe, die auf einem anderen Kontinent leben. Und da Gold zu übertragen, ist schwer, sage ich mal. Ja, und es ist aufwendig und es kostet.
Und das Problem haben wir jetzt halt mit digitalen Währungen nicht mehr. Genauso wie Erkennbarkeit. Ja, ob ich jetzt einen 100% puren Goldbarren in der Hand habe oder der eine Güte von nur 99% hat, sehe ich ja auf den ersten Blick gar nicht. Da muss ich ja ins Labor praktisch fahren und den Barren untersuchen. Aber mit Kryptowährungen macht das alles der Computer und ja, das ist einfach sehr schön. Funktioniert sehr einfach. Okay, nochmal um auf den Punkt zurückzukommen. Monero ist eine pure Kryptowährung. Das heißt, es ist wie Bitcoin einfach Open Source Code, der im Internet verbreitet ist. Jeder kann den sich anschauen, jeder kann den sich runterladen, kann den compilen und das Programm ausführen. Das heißt, es gab auch keine ICO dafür, wie zum Beispiel mit Ethereum oder zig anderen Projekten. Es gab kein Pre-Mine, wie zum Beispiel bei Bitcoin, falls das jemandem was sagt. Das war die erste Crypto-Node-Implementierung. Die haben irgendwie 80% von dem Coin-Supply gepre-mined. Ne, ist natürlich nicht fair, sondern das ist einfach Proof of Work. Wenn du deine Rechenpower dem Netzwerk beisteuerst, dann kannst du dir Monero verdienen. Monero ist auch kein Unternehmen. Ja? Ich meine, da hört man oft böse Zungen, die über Fluffy Pony sagen, Fluffy Pony ist der CEO von Monero. Es gibt aber kein Unternehmen, das ist alles nur eine Community. Und wie gesagt, jeder kann mitmachen, der möchte. Es ist Open Source. Und wenn dann ein Projekt realisiert werden möchte in Monero, gibt es ein Forum dafür, wo man eben seinen Eintrag einreichen kann. Die Community kann runter kommentieren. Damit ich aber für das Projekt spende, hätte ich gerne noch den und den Milestone drin. Und dann wird halt gecrowdfundet. Wenn das Projekt finanziert wird, dann kann die Person das machen. Wenn es nicht durchkommt, dann halt nicht. Und auf die Art und Weise finanziert Monero das Research Lab zum Beispiel. Das sind zwei Mathematiker, die halt ne, nach irgendwelchen, zum Beispiel die Bulletproofs, auf die komme ich gleich, auf die gehe ich gleich ein, aber die dann halt auditen und versuchen, die Kryptographie exzellent zu halten. Genau, deswegen, wir merken uns, Monero löst die gleichen Probleme wie Bitcoin. Wir haben auch in Monero, können wir keinen Double Spend machen mit digitalem Geld, aber, oder was heißt aber, und Monero ist fungible. Das heißt, ein Monero ist immer ein Monero. Das bringt mich gerade noch auf den Gedanken, stellen wir uns mal vor, gewisse Staaten sagen, wenn jetzt die Bitcoin mal bei Silk Road verwendet wurde, dann darf die kein Exchange mehr annehmen. Was passiert denn dann? Da habe ich meine Bitcoins gehodelt und auf einmal möchte ich die bei Coinbase verticken und Coinbase sagt mir, nee, Blacklisted Address nehmen wir gar nicht an. Das heißt, die Bitcoin untereinander sind nicht mehr gleich viel wert. Das heißt, ein Bitcoin ist nicht gleich ein Bitcoin. Es ist dann halt immer, kommt drauf an. Ist es denn eine getaintete Coin oder ist es eine White Coin? Ja, wurde die gerade frisch gemeint oder hat damit irgendjemand mal Waffen gekauft? Und man versteht dann auf einmal, dass das ganze Preissystem in sich zusammenfällt, wenn wir mal an dem Punkt sind, wo man eben nicht mehr vertrauen kann, die Bitcoin ist ein Bitcoin, ja, das Gold ist Gold, damit kann ich zahlen. Das ist halt. Und wer definiert dann auch, was ein Verbrechen ist? Ja? Ist es jetzt ein Verbrechen, wenn ich Steuern hinterziehe? Ist es ein Verbrechen, wenn ich Leute ermorde? Ist es ein Verbrechen, wenn ich mir irgendwelche Substanzen in die Blutadern spritze? Und das ist halt so eine Sache. Ich meine, ich als Kryptoanarchist, ich würde sagen, das Individuum soll entscheiden. Und mit Kryptowährung hat das Individuum die Macht dazu wieder und die Souveränität zu entscheiden. Okay, aber gehen wir weiter im Text. Das hier finde ich eine ganz schöne Grafik. Ich nenne es die Monero Trinity. Wir sehen, hier oben ist Gold, hier ist Fiat-Geld und hier ist Bitcoin. Und wir haben eben die Kreise Decentralized, Private und Digital. Gold ist dezentral und privat, weil es jeder aus dem Boden holen kann. Es gibt keinen zentralen Herausgeber dafür. Und es ist privat oder fungible, das heißt, ich kann es einschmelzen und dann ist es eben so gut wie neu. Mit Fiat ist es nicht dezentral, da haben wir die Zentralbanken, die das ausgeben, also einen zentralen Herausgeber, die auch die Geldmenge kontrollieren. Wir können es dafür digital benutzen und wenn ich mit Bargeld im Laden zahle, ist das auch anonym. Mit Bitcoin sind wir zwar dezentral und digital, aber wir sind eben nicht privat. Und wenn dann irgendwelche Regierungen entscheiden, okay, Terrorfinanzierung geht echt nicht, wir müssen dann Riegel vorschieben hinter diese ganzen bösen Bitcoins, dann kann es halt sein, dass es schlecht aussieht. Okay,
Also Monero ist fungible digital cash, soweit so gut. Es ist natürlich jetzt nicht alles rosig im Monero-Land. Dadurch, dass, also Privatsphäre ist kein Feature, was man einfach so mal mir nichts, dir nichts aus dem Boden stampfen kann, sondern es ist sehr schwer, das zu erreichen und das auch auf einer Scale zu erreichen. Und deswegen ist zum Beispiel in Monero die Transaktionsgröße viel größer als in Bitcoin. Und viel größer heißt mal 40 Mal bis 100 Mal so groß wie eine Bitcoin-Transaktion. Also eine Monero-Transaktion hat vielleicht 12 Kilobyte oder 200 Kilobyte, je nach Anzahl der Outputs. Die Vorgehensweise, wie das Monero-Projekt damit umgehen möchte, ist, dass man die sogenannten Bulletproofs, das habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt, einbaut. Bulletproofs ist also eine Optimierung der Ring Confidential Transactions, wo man, weil das der größte Teil ist, weil man bei den Ring Confidential Transactions beweist man praktisch mit einem Zero Knowledge Proof, ich erzeuge kein Geld aus dünner Luft und ich gebe den richtigen Betrag aus, ohne den Betrag selber preiszugeben. Und das kostet halt momentan noch sehr viel Speicherplatz, aber mit Bulletproofs kann man die bis zu 80% reduzieren. Das heißt, eine Transaktion, die vorher 200 Megabyte war, Kilobyte war, ist dann vielleicht noch 40. Was immer noch groß ist, aber es ist deutlich weniger. Dann hat Monero immer noch keine Hardware-Wallet. Das ist so kurz davor. Es ist wirklich um die Ecke, aber es gibt eben noch keine. Die Arbeit ist bei Ledger. Ja, Ledger Nano S kennt ja wahrscheinlich jeder. Und durch das Monero Funding Forum wurde auch eine eigene Hardware-Wallet angestoßen, die auch Open Source ist. Das heißt, da setzt sich einer einmal hin, arbeitet die Komponenten aus und veröffentlicht dann die dann, dass die praktisch sich jeder zu Hause nachbauen kann. Wie gesagt, Kofri ist in Arbeit, um das Netzwerk selber zu obfuskieren. Kofri wird wahrscheinlich so Ende 2018, Anfang 2019, Mitte 2019 rauskommen. Das ist halt immer so die Sache mit Open-Source-Projekten, ist es da sehr schwer, eine Deadline festzulegen. Dann gibt es Cassisto, was eine Point-of-Sale-Lösung ist, also zum Beispiel für Cafés, die einfach Monero annehmen wollen. Und das wurde jetzt letzte Woche announced, Tari ist ein Decentralized Asset Protocol, was praktisch als Merged Mined Sidechain zu Monero läuft und letztendlich eine ähnliche Funktion erfüllt wie zum Beispiel auch Counterparty bei Bitcoin, dass man einfach zum Beispiel Tickets ausgeben könnte für irgendwelche Konzerte oder Ingame-Items kann ich auf der Sidechain laufen lassen oder programmierbare Smart Contracts, also die Liste da ist sehr lang. Ja, genau, das waren so die Herausforderungen, das war mein Vortrag. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Anmerkungen, Fragen kommen und genau, vielen Dank. Ja. Das ist ja so ein klassisches Counterargument gegen so anonymisiertes Geld, dass, was jetzt eine Zentralbank oder Regierung bringen würde, dass damit ja auch die Leute, die Geldwäsche oder illegale Sachen machen wollen, das benutzen können. Bist du denn wirklich davon überzeugt, dass es eine bessere Lösung ist, alles anonym zu machen, statt einen Staat, der das kontrolliert, aber potenziell seine Macht noch ausnutzen kann? Ja, also ich bin Vertreter der österreichischen Schule und ich denke, dass Geld ein Medium zum Tausch ist und nur das Medium zum Tausch ist. Und es ermöglicht der Menschheit praktisch von der direkten Tauschwirtschaft, das heißt Fische gegen Stühle, zu einer indirekten Tauschwirtschaft überzugehen, wo man halt alles über Geld kaufen kann, Geld auch die Wechselkurse in alle Güter bringt. Und genau, das ist für mich die Funktion von Geld. Die Funktion von Fiat-Geld geht darüber hinaus. Das ist nicht nur das Geld ein Medium zum Tausch ist, sondern das ist, dass Geld ein Medium zu, oder ein, nee, kein Medium, aber ein Kontrollsystem ist, dass ich, du möchtest einen Bankaccount, ja, dann zeig mal alle deine Daten. Du hast hier mit dem und dem gehandelt, das geht ja nicht, wir frieren dein Konto ein. Du hast gar kein Konto mehr bei uns. Und das ist halt immer so eine Sache, ne? Wir machen uns über Geld keine Gedanken, weil es funktioniert. Bis es dann halt mal nicht funktioniert. Und das können wir uns nicht vorstellen. Aber die Leute, die vor nicht mal 100 Jahren gelebt haben in der Weimarer Republik. Das war hier in Deutschland. Die sind mit ihrem Schubkarren über die Straße gefahren und konnten sich gerade noch eine Brezel kaufen. Und das sehen wir gerade in Venezuela, wo der Staat einfach unkontrolliert Geld druckt. Und das muss man sich mal klar machen. Die Geldeinheit bringt unglaublich viel Macht mit. Vor allem, wenn man die Geldmenge kontrollieren kann und wer Zugang dazu hat.
Also erstmal kann ich mit dem Zugang die Leute zensieren, die ich nicht mag, Systemgegner, direkt weg. Und dann kann ich mit der Geldmenge mir selber Wohlstand schaffen und der ganzen Menschheit die Illusion von Wohlstand geben, während ich aber eigentlich der Einzige bin, der davon profitiert. Und ich finde das moralisch zu höchstgradig verwerflich, dass wir nicht nur ein Staatssystem haben, was die, alle Gelder kontrolliert und was den Goldstandard abgeschafft hat und praktisch die Menschheit Geisel hält, sondern dass es auch noch das Narrativ gibt, anonyme Kryptowährungen, das ist für Terrorfinanzierung, das können wir nicht erlauben. Es ist einfach heuchlerisch hochgradig, vor allem wenn man sieht, wie die USA und Großbritannien und Frankreich Syrien bombardieren und damit UNO-Gesetz brechen und es juckt keinen, weißt du? Und es ist immer eine Frage der Perspektive, wer Terrorist ist und wer Freiheitskämpfer ist.